Jeder kennt Leroy und vermutlich habt ihr zumindest schon mal ein Interview von ihm mit einer anderen Person gesehen, die ein interessantes Schicksal oder einen ungewöhnlichen Charakter hat. Mit durchschnittlich über 10 Millionen Aufrufen im Monat ist Leroy einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands und eigentlich zählt er auch zu einer der beliebtesten Personen auf der Plattform. Doch in den letzten Monaten kommt immer mehr Kritik auf an Leroy und seiner Art, Videos zu machen und wie er sein Geld damit verdient. Wir wollen uns in diesem Video mal der Person Leroy genauer widmen und euch zeigen, warum einer der sympathischsten YouTuber Deutschlands sich gerade so unbeliebt macht. Um zu verstehen, warum Leroy gerade so viel kritisiert wird, muss man erstmal die Frage klären, was Leroy eigentlich genau macht und wie sein Erfolg auf YouTube entstand. Leroy Matata heißt eigentlich Marcel Gerber und wollte ursprünglich auch gar nicht YouTuber werden, sondern sich als Sportler eine Profikarriere aufbauen. Obwohl er schon seit seiner frühen Kindheit an der Glasknochenkrankheit leidet und mit 4 Jahren schon auf einen Rollstuhl angewiesen war, liebte Leroy den Sport und wurde als Jugendlicher sogar Profi im Rollstuhlbasketball, wo er dann in der ersten deutschen Bundesliga spielte. Doch das war dem damals 18-jährigen Marcel noch nicht genug. Und so widmete er sich zeitgleich auch noch seinem eigenen YouTube-Kanal, auf dem er sich den Künstlernamen Leroy Matata gab. Laut Wortherkunft bedeutet Leroy übrigens so viel wie der König und Matata ist Swahili für Palaver, also für viel Gerede oder Geschwätz. Leroy Matata bedeutet also wortwörtlich der König des Gelabers. Leroys erste Videos von früher wären heutzutage auf seinem Kanal wohl unvorstellbar. So hat er ein Video mit dem Titel Assis suchen auf der ZEG Plus Messe hochgeladen oder machte Straßenumfragen mit Thumbnails, auf denen er jugendliche Mädchen mit der Caption, Zitat, so hübsch betitelt. Relativ früh in seiner Karriere kam Leroy dann auf die Idee, Straßeninterviews zu machen, in denen er nur mit einer bestimmten Person redete, die jeweils ein interessantes Schicksal hatte. Diese Videos kamen schon damals recht gut an und als Leroy schließlich immer mehr Interviews drehte, brauchte er auch mehr finanzielle Unterstützung, um sich zusätzliche Mitarbeiter leisten zu können. Zudem wurden bei seinen YouTube-Videos oft auch keine Werbung geschaltet, da die angesprochenen Themen zu umstritten waren. Und so wandte sich Leroy an Funk und bat die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten um finanzielle Unterstützung. Funk stellte dann ein Team von insgesamt 20 Mitarbeitern und verwandelte den finanziell schwächelnden YouTuber so zu einem mächtigen YouTube-Produktionsunternehmen. Seitdem Funk Leroy unterstützte, schaffte Leroy es, seine durchschnittlichen Aufrufszahlen zu verdreifachen und wurde zu einem Stammgast in den YouTube-Trends. Inzwischen ist Leroy einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber aller Zeiten, doch es gibt immer mehr Zweifel an der Art und Weise, wie Leroy dahin gelang, was uns nun zu den Kritikpunkten an Leroy führt. Ein Punkt, der viele an Leroy immer mehr stört, ist die Art und Weise, wie er seine Interviews führt. Leroys Interviews widmen sich immer wieder extrem sensiblen und sogar verstörenden Themen. Auch wenn das an sich noch nicht zwingend problematisch ist, so ist Leroys Stil in den Interviews durchaus heftig umstritten. Er hakt nämlich selten wirklich nach oder stellt kritische Fragen, stattdessen lässt er seine Gäste meistens einfach frei gewähren und sie alles sagen, was diese sagen wollen. Dabei ist eigentlich die Aufgabe eines guten Journalisten, seine Gäste auch mal kritisch zu hinterfragen, vor allem wenn man mal betrachtet, wen Leroy genau interviewt. Einige der Gäste bei Leroy sind unter anderem Schwerverbrecher, verurteilte Mörder oder Pädophil. Auch wenn Leroys freundliche und offene Art ihn zwar sehr charismatisch macht, wirkt er in Interviews dann oft wie ein Kumpel, der überhaupt kein Interesse daran hat, wirklich objektiv etwas über sein Gegenüber rauszufinden. Bei dem Interview mit dem verurteilten Doppelmörder Jens Söhring, der sogar von einem Gericht für schuldig befunden wurde, ließ Leroy ihn zum Beispiel wie ein guter Freund seine Sicht der Dinge erzählen, ohne auch nur einmal groß an seiner Version zu zweifeln. Nein,
Ich war nicht am Tatort. Ich habe erst danach herausgefunden, was passiert ist. Okay. Auch YouTuber Ron Bielecki, den Leroy vergangenes Jahr interviewte, sprach ganz offen über die Vorteile seines exzessiven Alkoholkonsums. Selbst dort lenkte Leroy kaum kritisch ein und stimmte ihm in manchen Punkten sogar zu. Nach 2-3 Flaschen oder Gläsern Bier kann ich auf einmal voll gut Englisch. Und das hilft mir natürlich auch, um auf Mykonos mit den Frauen, die halt auch Touris sind, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Hm, okay, das lockert die Zunge. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Besonders problematisch ist aber das Interviewformat von Leroy, in dem er Menschen mit zwei extrem gegensätzlichen Meinungen, Krankheiten oder Persönlichkeiten miteinander diskutieren lässt. Schon die Auswahl seiner Gäste und die Themenwahl an sich ist dabei recht grenzwertig. So ließ er zum Beispiel eine junge Frau, die von einem Priester als Kind missbraucht wurde, mit einem katholischen Priester diskutieren. Obwohl man in einem solchen Gespräch eigentlich eher einen Psychologen oder generell jemanden mit mehr Erfahrung im Umgang mit Traumata bräuchte, übernahm Leroy ganz alleine die Moderation und greift auch sehr wenig ein oder stellt teilweise unsensible Fragen. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale, wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, hätte ich vielleicht selber mich wehren können. Auch in einer Diskussion zwischen einem AfD-Politiker und einer Transfrau hilft Leroy nicht dabei, einige Falschinformationen des Politikers klarzustellen und lässt es am Ende so aussehen, als wäre einfach alles, was gesagt wurde, wahr. Was uns nun noch zu einem etwas tieferen Problem von Leroys Interviews und ihm als Person führt. Denn bei jedem Interview, das Leroy führt, hat er vor allem ein Ziel. Er will in erster Linie gemocht werden. Es wirkt fast schon so, als hätte er Angst davor, Menschen kritisch zu hinterfragen, um die gute Stimmung im Interview nicht zu stören. Das wäre für einen Podcast mit Freunden auch in Ordnung, doch Leroy hat mit über 2 Millionen Abonnenten und einem sehr jungen Publikum auch eine große Verantwortung. Vor allem dann, wenn er Menschen interviewt, die Straftaten begangen haben oder zweifelhafte Ansichten vertreten. Doch die Kritik an Leroy dreht sich nicht nur um seine Art, Interviews zu führen, viele fragen sich auch, wieso der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit GEZ-Gebühren Leroys Formate überhaupt finanziert bzw. finanziert hat. Seit kurzer Zeit ist Leroy nun übrigens nicht mehr Teil von Funk, da sein Kanal Leroy Will's Wissen inzwischen eine sehr große Reichweite hat, mit der er viel Geld verdienen kann. Und das tut er auch. Schon direkt nachdem er Funk verlassen hat, begann Leroy damit Werbung zu schalten und in seinen Videos Produkte vorzustellen. Und das nicht nur in Form von klassischen Product Placements. Leroy macht inzwischen sogar ganze Interviews als Werbung. Zum Beispiel in seinem Interview mit einem dunkelhäutigen Polizisten, der zum Verbrecher wurde. Das Interview ist wie eine Art Dauerwerbesendung, mit der eine Disney Plus Serie beworben wird, die sich um die Geschichte des Polizisten dreht. Das ist bei Leroy generell immer mehr ums Geld geht, merkt man auch auf seinem Zweitkanal Leroy Matata. Auch dort führt Leroy schon seit Jahren Interviews mit interessanten Gästen, doch während früher viele unterschiedliche Gäste aus der YouTube-Szene eingeladen wurden, drehen sich seine neuesten Videos nur noch um die Themen Geld und Reichtum. Dort gibt Leroy teilweise unkritisch Erfolgscoaches die Möglichkeit, Methoden vorzustellen, mit denen man auf einfachem Wege sehr viel Geld verdienen soll. Auch wenn einige Zuschauer in den Kommentaren darauf hinweisen, dass hier unseriöse Finanzberatung gegeben wird, lassen sich viele andere von den Aussagen der Erfolgscoaches beeindrucken. Da Leroy aktuell nicht mehr bei Funk ist, steht ihm natürlich auch frei, über was er redet und wen er einlädt. Doch viele andere YouTuber und auch einige Zuschauer kritisieren vor allem den Fakt, dass Funk Leroys Kanal mithilfe von Gebührengeldern so erfolgreich
gemacht hat, dass er nach dem Ende der Partnerschaft nun sehr viel Geld damit verdienen kann und das auch tut. Einige YouTuber konnten zudem auch aufdecken, dass Leroy sogar kritische Kommentare zu seiner Funkpartnerschaft löschen lässt und damit nur einmal wieder beweist, dass er sich schwer tut, mit kritischen Stimmen umzugehen. Was ist denn eure Meinung zu Leroy? Und was denkt ihr über die ganze Kritik an ihm? Wir sind mal sehr gespannt auf eure Meinung und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!